Jetzt würde ich gerne mal Seraphine ausprobieren. Ne? Jo. Kannst du mal Jinx ausprobieren, lol. My beloved. Bin gespannt, wie sich das anfühlt. Wahrscheinlich ein bisschen clunky. Also, Jinx ist cool so, aber irgendwie. Also, man kriegt schon ordentlich aufs Maul am Anfang, ne? Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt Sinn macht, zusammen rumzulaufen. Weil du halt dann alle Gegner auf dich zielst, ne? Wenn man sich trennt, hast du zumindest mehr Löcher, durch die man durchschlüpfen kann, weil man halt nur die Hälfte der Gegner auf sich zieht. Und wenn wir auf Movement Speed gehen, dann macht es, glaube ich, Sinn, dass wir uns trennen. Wenn man aber, wenn du halt jetzt auf Shield und Heal und Shield gehst und nicht auf Full Damage, dann macht es, glaube ich, mehr Sinn, zusammen zu bleiben. Ja, dann können wir das ja so machen, dass wir versuchen, anfangs auf Movement Speed zu gehen und dann, dass wir uns danach trennen können. Ja, genau. So, was sind die Fähigkeiten? Surround Sound ist der Shield und Movement Speed und das andere, die Perfect Note. Das ist quasi der. Ah, das ist die Ult, genau. Also, ach so, das, also basically. Ja, dann gehe ich mal auf Ability Haste, dass ich öfter meine Abilities einsetze. Ach, das ist der E-Spell wahrscheinlich, ja, genau. Die Soundwaves. Boah, die sieht man fast gar nicht. Hey, bei mir kommen keine XP-Kugeln. Kommt irgendwie nur, wenn du die machst, hä? Ganz weird. Wieso schießt du eigentlich so weit? Hast du schon drauf geskillt? Ich habe diesen Uwu Blaster. Blaster. Ah ja, genau, den meine ich. Seraphine has a 25% Chance to multicast a projectile. Ach so. Okay. Hat er sich zwei Shop. Ja, du hast diesen Movement Speed Rush, genau. Wenn du 70 Gegner killst. Und Ability Haste, was auch ganz geil ist. Geil. Ich habe leider dieses Shield-Ding benutzt, was echt dumm war. Habe ich aus Versehen drauf gedrückt. Ich sollte immer in die Richtung ziehen, wo die meisten Gegner sind, ne? Okay. Blade Orang. Ja, das klingt eigentlich ganz geil. Zwei sogar? Ne, du hast auch einen. Lol. Haben wir beide jetzt den Blade Orang bekommen? Ah, ne, das sind doch meine. Lol. Ja, lass mal da durchlaufen. Zack. Oh. Schild können wir ja, mit Schild können wir ja tanken. Das ist, glaube ich, ganz gut. Aber der hat hohen Cooldown. Du hast doch diese Feuerraketen, ne? Mach die mal öfter. Du musst die spammen alle 7 Sekunden. Ja, genau die sind richtig mass clear. Immer schön ballern, wenn du die hast. Damage nearby enemies scaling with your max health. Ah, das ist so ein Tank-Ding. Okay, nee, das nehme ich nicht mit. Nehme lieber Movement Speed mit. Noch mehr Movement Speed. Okay, ich habe jetzt die Ultimate. Die hebe ich mir jetzt auf für diese dicke Wave. Wobei, jetzt könnte man sie ballern und dann später doch. Vielleicht kommt sie rechtzeitig ready. Ah, nee. Ich hebe die auf. So, Healing brauchen Ja, wir. Ah, besser ist es. da ist der dicke. Da musst du. Du musst jetzt mit deiner Maus auf den Zielen und Q drücken. Also die Ult. Schön auf den dicken Zielen. Ja, am besten, ja, hast du geworfen? Hast du geschossen? Yes. Ich glaube, ja. Okay. Und auch die Raketen schön in seine Richtung. Außer wir haben ganz viele Monster in unserer Nähe. Ah, jetzt mache ich zwei Shockwaves. Ja. Bam, bam, bam. Ich kann die XP noch ein bisschen mitnehmen. Ah, ich slow den. Ah, meine Soundwaves slowen den. Damaging and slowing enemies hit. Okay, Wäre geil. schon mal tot. Geil, Ability Haste nehme ich mit. Ability Haste lässt quasi die Sachen, glaube ich, öfter spawnen. Also die ganzen Passives. Oh, Alter, der Mass Clear. Aber du, ich sehe, wie du die Kugeln einsaugst. Also, hä, wieso sehe ich das bei dir da nicht? Das ist ganz komisch. Oder muss Spieler 1 das immer machen? Naja, das ergibt ja auch keinen Sinn. Also sammelst du für uns beide XP ein? Das weiß ich jetzt gar nicht. Das kann ja auch sein. Wir leveln ja immer gleichzeitig. Nee, aber ich konnte ja auch für dich einsammeln. Ja, aber ich konnte nicht sehen, wie du einsammelst. Sondern jetzt sehe ich, wie du einsammelst. Also vielleicht ist das ja auch ein Grafikbug. Das kann auch sein. Dass man es das nur bei Jinx. Oh, lol, da ist stehen. Wer ist denn das? Ist das Pantheon? Nee. Ich kann mir die Map gar nicht anschauen.
Hilfe. Ja, clear die mal weg, danke. Alter, wie oft hast du... Wie oft hast du den Raketenwerfer? Das sieht so oft aus, gefühlt. So, wollen wir das Healing gleich benutzen hier? Wieso kann man das nicht sofort benutzen? Ah, okay, ja, jetzt halt. Ich würde das mal triggern. Ich mach mal Ultimate. Das macht leider ja gar nicht so viel Damage. Schau, mit Schild durchlaufen! Ja, okay, hast du... Aber du hast jetzt schon mal mehr Leben als ich vorher. Ah, das heilt uns eh beide, perfekt. Ja, nehme ich mal ein bisschen Damage mit. Hab keine bessere Wahl. Oh Gott, die Welle müssen wir ausweichen. Kann man... Ne, man kann nicht mit der Kamera gucken. Oh, scheiße. Jetzt haben wir uns ein bisschen... shit. Help! Ich habe kein Movement Speed! Oh, da ist Geld. Boah, die sind sau tanky, ey. Also du musst echt ein bisschen Schaden mitnehmen hier. Diese Drecksviecher, holy damn. Ich habe kein Schild, ich werde gleich sterben. Oh Gott. Renn, renn rechts, ja. Und jetzt runter, ja. Lock die weg. Geil, und schön die Ult reinballern jetzt. Ult habe ich gerade nicht. Ja, wenn du hast. Oder Raketenwerfer, alles rein. Genau, lauf so weit weg, wie du kannst, dass die alle weglaufen. Ich bin gleich da, 2 Sekunden. Ich komm zu dir. Komm wieder rechts, rechts. Ja. Ich kann ulten. Ich ult mal. Boah, der Mass Clear, Alter. Da sind richtig viel weggeklärt worden. Geil, gute Ult. Ability Haste. Bam. Oh, das sind lila Kugeln, oh Gott. Mach mal Schild, weglaufen von dem Ding. Weglaufen von denen. Ist ein bisschen verwirrend. Ability ist halt nur für die Passives und nicht für die Spells. Wie es ja in League of Legends üblich wäre. Da ist Healing, das würde ich gerne haben. Oh Gott, wir müssen hier raus. Uiuiuiui. Hilfe. Wieso habe ich kein Auto-Aim an? Wieso habe ich kein Aim an eigentlich? So. Noch mehr Movement Speed. Yikes. Genau. Ich bin so langsam gefühlt. Der Seraphine ist sehr langsam. Ja, ich merke schon. Aber es liegt daran, weil du halt diese Perse-Phase immer wieder weg, schnell weg kannst. Wie so ein... Oh Gott. Oh Gott. Ich habe gleich wieder ein Schild. Oh, wir haben uns getrennt. Das ist nicht so gut. Ich habe in 10 Ult. Ich habe gleich Schild. Junge, ich hab's gespammt! Du bist tot! Nein! 5 Sekunden Ult! No! Yeah. Ist das ein Scheiß, Alter. Ja, man muss am Anfang echt ein bisschen reinschwitzen. Das ist ein bisschen doof. Es wird langsam sehr repetitiv, muss ich sagen. Aber man muss vielleicht auch anfangs ein bisschen mehr Geld einsammeln. Ich würde mal jetzt Movement Speed für 500 nehmen. So. Wann schalten wir eigentlich den nächsten? Upgrading Searing Shortboy to Level 2, um Leona freizuschalten. Ach so, okay. Vielleicht sollten wir mal ein paar Charakter freischalten. Lass mal auf die Sachen gehen. Irgendwie auf Searing Shortbow und Radiant Field. Genau. Und wenn wir das haben, dann kriegen wir Leona und Illaoi. Das wäre mal vielleicht was Cooles. Mhm. Also ich kann nochmal Seraphine gehen. Das ist kein Ding für mich. Oder wen willst du spielen? Jinx. Okay, das heißt, du müsstest wahrscheinlich das Searing Shortbow bekommen, weil ich glaube, das kann ich gar nicht haben. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher. Naja, der Erste, der es kriegt, der sollte das nehmen und leveln und der andere sollte Radiant Field nehmen. Also ich würde am besten Radiant Field nehmen, also dieses Tank-Ding. Das scaled nämlich mit Max HP. Natürlich ist das leider, also das Searing Bow, das ist ein bisschen kacke. Das ist dieser orangene Bogen, ne? Hast du schon mal gesehen? Ich finde den nicht gut, aber wenn wir den auf Level 2 haben, dann reicht das schon. Dann schalten wir quasi schon den nächsten Charakter frei. Und ich brauche dieses andere auf Level 4. Also das wird happig. Also, Searing Bow, Radiant Field. Das ist unser Goal, mehr nicht. Und dann halt Gold und so einsammeln natürlich. Ich würde jetzt gerne mal auch mal langsam einen anderen Charakter nochmal ausprobieren wollen, wenn es geht. Boah, ich bin echt gespannt, wie Illaoi funktioniert.
Lau ist ja eigentlich so ein. Lol, da steht Uwu. Ist ja eigentlich so ein stationärer Champion. The Sagen wir mal. fuck? Was? Warum kann ich mich nicht Du bewegen? musst einmal Maus klicken. Ja, Ah, okay. das musste ich auch, das ist richtig weird. Aber das hatte ich nicht als Seraphine, sondern nur als Jinx. Keine Ahnung, warum es ist. So, Radiant Field habe ich. Ja, das ist bei mir auch. Dann nimm du das Ich mal. nehme das mal und du versuchst das andere zu bekommen. Okay, Radiant Field ist. Ah, alles um mich herum verbrennt. Okay, das ist geil. Das ist schön, die Tänke. Oh, Alter, wie ich die. Die verbrennen instant, die kleinen Kackteile. Schnell einsammeln, die Viecher, solange die noch existieren. So, ich renne einfach durch die durch, guck mal. Searing So. Shortbow ist das, ne? Genau. Genau, Das ja, hast Searing du. Shortbow. Der ist halt leider sehr random. Du musst. Der schießt immer so, schau mal hier, wo ich bin, immer so ein random Ding hin. Und dann bleibt er für ein paar Sekunden liegen und da verbrennt alles, was reingeht. Das heißt, man muss da immer hinlaufen und die Gegner reinlocken. Aber das kann ich ja auch machen, weil ich bin ja der Tick. Geil, 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 geil. Oh, läuft richtig gut. Boah, die verbrennen ja richtig, die Viechers. Viechers! Raus mit den Viecher. Raus mit den Viechers! Max Health, perfekt. Das heißt, ich mache mehr Damage jetzt. Bam, 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 bam. 5 mehr Damage mache ich jetzt. Geil. Macht kaum Unterschied wahrscheinlich. Help. Oh Gott. Aber ich habe Health Regen und HP dabei. Also ich bin wirklich ich bin jetzt richtig full auf Tank. Alter, was hast du. Ach, das sind diese Cones, die du da ballerst. Die habe ich noch gar nicht mitgenommen. Diese Bunny Pistols. Jetzt Ja. wegen Bunny Guns. Genau. So, einmal schön in der Reihe. Bam, 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 bam. Wir sollten mal schauen, wo Geld liegt. Liegt hier irgendwo Geld? Geld, 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 Geld. Uwu Blaster, lol. Nee, Movement Speed. Ich brauche Radiant Field, Junge. Gib mir Radiant Field. Boah, jetzt haben wir aber XP hier. Ich glaube, wir haben ein sehr gutes Early Game hingelegt. Mit diesen neuen Sachen. Lol, ich habe gerade einen Triple Soundwave Cast gemacht. Ne, ich habe ja schon mehr Soundwaves, what? Ne, zwei. Ach so, das waren vorhin vier wegen der Verdopplung. Okay, das ist wild. Da ist der Dicke. Jo. Scheiße, ich habe ihn Ist die angelegt. gerade durch ihn durchgegangen? Wer? Cringe. Die Ult. Hast du das gesehen? Ja, die Ulte hat einen Sho also die hat ein Minimum Range. Das heißt, du musst ein bisschen weiter hinterlaufen. Ich habe das Geld eingesammelt. Die ist durch ihn durchgegangen. Ah, das Geld müssten wir uns vielleicht aufteilen, ne? Weil das sammelt wirklich nur einer ein. Da, das kannst du nehmen. Aber du ballern den komplett weg. So, das teilen wir uns auf das Geld und nehmen die Karte mit. Radiant Field auf 2. Geil. Boah, 60 Schaden mal jetzt. Das ist cool. Boah, du schmeißt aber auch ganz schön viele. Hast du das jetzt auf Level 2? Diese Bogen? Ja. Ich habe Radiant Field auf 3. Oh, der wird auch ein bisschen größer, glaube ich. Oh Gott. Boah, ich bin halt echt. Ich bin full life die ganze Zeit, obwohl ich Gegner tanke. Weil ich mich halt wieder heile durch die Health Regen. Das ist ja witzig. Ja, okay, das war jetzt vielleicht ein bisschen zu viel Damage. Oh, geil. Aber die hat kaum Damage gemacht. Einmal schön durch die Gegner durch mit dem Schild und die XP mitnehmen. Nochmal Radiant Shield auf 4. Das heißt, wir haben jetzt unsere beiden Sachen freigeschaltet. Jetzt können wir einfach mal schauen, wie weit wir damit kommen. Alter, mein Schild wird ja wirklich immer größer. Schau mal. Siehst du das Schild um mich herum eigentlich? Ja. Das ist schon wild. Das ist ein Big Boy. So, jetzt brenne ich mich mal kurz hier durch. Schön mit der Ulti auch noch. Zack, zack, zack. So. Oh, wir haben uns echt durchgebohrt, Goal. Boah, der verbrennt einfach. Ah, der macht die Wave. Okay. Ich habe gerade keinen Movement Speed Buff. 3 Sekunden. Vorsicht. Passiert's gerade. Ich kann einfach so ein bisschen den mit meinem Burn Damage so ein bisschen outkiten.
Oh, zack, 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 zack. Bam, 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 burn, 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 baby, burn, baby, burn, burn, burn. Burn, baby, burn, baby, burn, burn, burn. Oh Gott. Okay, Geld und Karte. Max Health, jawohl, dann nehme ich mit. Let's go. Es läuft richtig gut gerade mit dem Tank-Build hier. Boah, die schreddern auch instant mit meinem Burn, oder? Ah ne, das war deine Kanone. Lauf nicht so weit weg! Du solltest die nicht tanken, wenn es geht. Hier ist Geld. Ah, du warst nicht in meiner Range für das Schild. Boah, Alter, aber was du wegholst. Also die kleinen Viecher sind kein Problem mehr für dich. Die machst du weg wie nichts. Ich habe auch nur zwei Spells, ne? Rainfield und die Soundwaves, aber das reicht. Ich level die Geisteskranke hoch. Boah, lila Kugeln, holy shit. Oh, wieder Nocturnes. Ja, manchmal ist weniger mehr, ne? Wenn man einfach sich auf zwei, drei Sachen spezialisiert. Ich glaube, das ist auch sinnvoller, als alles mitzunehmen. Wie will die wegklären? Das ist krank. Bam, Junge. Ja, mach mal die weg hier. Oh Gott. Ich probiere mal, den da zu töten. Ja. Der ist tot. Max Health nehme ich. Boah, ich bin fast tot. Hilfe. Aber ich heile mich nach und nach. Wir müssen zur Mitte. Da war ein Heal-Ding, geil. Ab durch die Mitte. Versuch das Heilding anzumachen. Komm zu mir. Das Heilding ist gleich da. Bam! Geil. Oh Gott, was sind das für lila Kugeln? Alter. Also ich bin zwar Tank, ne? Aber ich krieg schon gut aufs Maul. Oh Scheiße, Alter. Health Regen, ja, bitte. Alter, wie viel XP hier liegt. Holy shit. Komm ein bisschen näher. Muss hier clearen. Okay, jetzt muss ich eine neue Fähigkeit mitnehmen. Das ist ein bisschen. Ja, nehme ich das. Das ist eine Nahkampffähigkeit. Geil, geil, geil. Schön Loch gebohrt hier. Ja. Ja. Oh, da ist explodierende Scheiße um mich herum. Hilfe, ich bin zu langsam. Aber ich bin Tank. Tank Seraphine, Leute. Oh Gott, no shit. Ich mach mal kurz die Ulti an. Mal kurz hier den Scheiß wegmachen. Hier ist noch eine Mine, aber... Oh Gott. Ah, die war für uns. Das waren unsere Mine. Ah, okay. Help! XP. Oh, danke. Junge, deine Bunny Guns. Oh, lass mal hier so durchbohren, wenn es geht. Oder mit dem Schild durchlaufen. Auch smart. Was sind das für kleine Kackteile? Aber die sterben ja instant. Boah, das läuft richtig gut. Boah, lass mich vorlaufen. Lass mich tanken. Scheiße, ich glaube, die nehme ich auch. Ja, ich habe gleich vier von diesen Cyclones. Ich bin der absolute Nahkämpfer hier gerade. Wir müssen irgendwann wieder heilen. Links ist eine Karte. Wollen wir Richtung links steuern? Ah, hier, Healing, nimmt mit. Genau. Geil. Ui, neue, warum sagst du nichts? Ja, weil ich war in den letzten Tagen ziemlich beschäftigt und habe eigentlich nur sozialen Kontakt mit Niklas oder meiner neuen Freundin gehabt. Lol. Alter, was sind das für Bomben? Aber ich bin nicht die Freundin, lol. Ja, genau. Also deswegen habe ich auch oder gesagt. Geh mal raus von den Bomben. Wir müssen immer in Bewegung bleiben. Ich bin überlegen, wann ich ulten soll.
Oben sind zwei Big Bosse, by the way. Wir sehen sie auf der Map. Jo. Wie komme ich da hin zu diesem XP? Da. Noch mehr Health Region. Same. Wo ist denn die Karte? Da, links ist die Karte. Auch wenn die Karte mitnehmen und dann zu den Big Bossen gehen und schauen. Und Healing in der Mitte ist auch wieder. Aber wir sind ja richtig gut dabei, oder? Holy shit, das läuft ja übel. Moment, läuft. Da sind die Big Bosse. Ah, die schießen auch, das sind Kog'Maws. Okay. Ich wollte gerade sagen, das sieht aus wie Kog'Maw. So, ich habe mal geultet. Dann können wir Kog'Maw ein bisschen bearbeiten. Boah, der stirbt. Hat der eine Passive? Nee. Geht. Easy. Lioness Lament. Let's go. Alter, hier sind Panzerbuffs. Alter, wie viele Cyclones ich habe. Okay, die Cyclones sind richtig geil auf dem Nahkämpferbild. Lass den anderen Kog'Maw auch noch bearbeiten. Du bist mittendrin, ne? Aber du kannst einfach durchlaufen, lol. Ich stehe einfach um den Kog'Maw herum. Boah, der kriegt übel Damage. Mhm, der ist gleich tot. Nice. Noch mehr Lioness. So. Geil. Cyclone Cycle Slicers. Alter, was wir hier wegschlitzen. Wow. Ich bräuchte mal wieder ein bisschen Health Regen. Nee, nee, nee. Noch nicht heilen. Noch nicht heilen. Okay, jetzt langsam heilen. Nee, noch nicht heilen. Ich glaube, noch geht's mir gut. Wieso habe ich nur 4 Slicers? Was ist denn da los? Ich hatte doch mal mehr. Moment. Projectile. Ach, das. Oh mein Gott, die Seraphim Passive gilt auf alle Projectile-Fähigkeiten, also auch auf die Slicers. Deswegen hatte ich vorhin 5, weil ich von 3 auf 5 gekommen bin durch die Verdoppelung. Ja, wild. Okay. Gleich. Ah. Boah, jetzt habe ich 8! Was ist denn hier los? Ja, was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Mal kurz die hier. Bam. Schön die Ultimate gezündet. Was ist das denn? Das ist eine Belbe, ne? Nee. Was sind das für Viecher? Das sind Augen. Velkosse. Okay, es ist gerade nichts auf der Map. Das heißt, wir rennen einfach weg. Die machen auf jeden Fall Auge. Die machen Auge. Ich versuche mal, uns den Weg frei zu bohren. Jo. Ich bin ja der Tank. So. Alter, was passiert hier? Jetzt kommen die richtig dicken Hunde. Oh shit. Oh shit. Aber du machst auch Schaden, ne? So ist es ja nicht. Lass mal nach oben versuchen. Oh, lass mal nicht nach oben versuchen! Hier sind die Big Boys. Wir rennen hier einfach durch, ganz ehrlich. Rechts sind diese Big Boys. Sage will mich aber nicht spoilern lassen, also bin ich raus, wenn ich suchen, der mich nicht hintergeht. Ja, du kannst gleich mitspielen, Johannes. Hallo. Wir können ja auch zu dritt spielen, der Modus ist bis zu 4 Leute. Ich bin gleich tot. Wobei, nee, ich habe Health Regen. 22 Leben krieg ich pro Sekunde gerade. Aber die Big Boys müssen wir jetzt auch langsam angehen, ne? Also, da müssen wir langsam mal in diese Richtung. Oh Gott, diese Speertypen, das sind Aatroxe oder so. Können wir den Big Boys überhaupt Damage machen? Ich habe die Laments jetzt auf Enveloping Lights heißen die. Oh mein Gott! Siehst du, was passiert? Ich schieße ja. Diese riesen fetten Strahlen. Das sind. Oh mein Gott, das sind Baron Buffs, basically. Ability Haze. Ulti in deine Fresse. Hier, ich ult auch nochmal. Meine Ult hat gefühlt gar nichts gemacht. Meine hat sie gefühlt ermordet. Ach so, du hast die ermordet. Deswegen kriegen wir jetzt 3 Level Ups. Holy shit. Ah, ich habe ja auch reingeballert in die Gegner. Geil. Alter. Alter, wie oft ich jetzt diese Laserstrahlen baller. Guck dir das an. Was passiert? Oh mein Gott, ich habe die Abilities gedoppelt. Guck mal, wie viele Cyclones habe ich auch gesehen. Das ist ja mega witzig. Und bin schon wieder Full Life fast. Das ist witzig. Ah, Radiant Field, shit. Habe ich leider übersehen. Ich hätte Radiant Field nochmal buffen können. Da sieht man irgendwie, also diese leuchtenden Viecher sind ein bisschen weird, ne? Die sehen nicht so aus, als würden die Schaden kriegen, aber tun sie. Ah, da ist Geld. Boah, Alter, wie wir die Waves weggeklärt haben. Hier sind ja kaum noch Gegner. Was ist denn hier los? Da kommen kleine 6, what the fuck. Ich gehe mal vor. Ich tank ein bisschen. Jo. Lass mal wieder healen in der Mitte. Jo. Ja, die machen schon gut Damage.
Radiant Field, nice. Healing! I need some healing! Meine Ulti ist in 5 Sekunden wieder da. Ich ulti einmal richtig fett rein. Ulti! Okay, die kriegen zwar Schaden, aber sterben ja gar nicht. Das ist ja mega beschiss. Ich bin fast tot. Jetzt wird's eng. I call this eng. Ich werde mal kurz nicht tanken, ne? Ich werde mal kurz laufen. Jo. Ach du Scheiße, da ist ein Big Boy. Ein glänzender. Der setzt eine schwarze Aura-Sphäre ein. Mhm. Hier ist ein Healing für mich, geil. Ich brauche mehr Health Regen irgendwie. Aber ich verlangsame die, indem ich einfach die Strahlen dahin baller. Okay, geil, Geld. Snack, snack, snack. Ability Haze, klingt gut. Boah, Alter. Aua, 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 aua. Es ist blöd, dass meine Strahlen nur seitwärts sind, ne? Oh Gott, jetzt kommen ja nur noch diese Big Boys. Was ist denn hier los? Hilfe. Das könnte knapp werden jetzt gleich. Ich stelle mich mal so hin, dass ich den zumindest AOE-mäßig Schaden mache, den lilanen Typen. Oh, der schießt diese Bälle. Das ist ganz blöd. Ich habe gleich wieder Ulti, aber ich weiß gar nicht, ob die überhaupt irgendeinen Schaden machen wird. Ja, okay, ein bisschen. Ah ja. Oh mein Gott, jetzt ja, jetzt wird's lustig. Ich sag mal so, ich kann jetzt gleich nicht mehr atmen. Ja, tschüss. Ja, ich kann noch skillen weiterhin, aber ich weiß ja nicht, ne? Ja, sammle doch alles ein. Sammle die Karte ein, rechts die Karte, links das Geld. Ja, schade. Warte, ich lebe noch. Nee. Ah, 32 Sekunden. Scheiße. Aber das hat, wir haben echt lange überlebt. Das hat richtig Fiona. Gut funktioniert. Ilaui. Und Weapon Static Sword. Geil. Und Projectile Count. 200 Gold. 400 Gold. Maximum Health. Oh, Silber. Ja, ich wusste schon immer, dass ich Kraft bin. 1400 Geld, Alter. Okay. Projectiles. Increases Projectile Fire by Projectile Weapons. Plus 1. Okay, wow. Movement Speed 2000. Health Regen 1000. Net. Nett. Ja. So, und ich habe nur Ilaoi freigeschaltet. Ich muss selber Leona mit Steven Shopbomber machen. Okay. Ich Ilaoi. Mhm. Aber ich könnte jetzt Ilaoi mit. Ah, ne. Steven Shopbomber klingt Quatsch. Okay, dann lass uns. Was machen wir denn jetzt? Pass auf. Willst du Leona spielen? Kann ich mal ausprobieren. Dann würde ich nochmal Jinx nehmen. Und die Searing. Bows nehmen und du kannst mit Leona versuchen, auf dieses Radiant-Ding zu gehen, um Ilaoi freizuschalten. Leona wird ja wohl wahrscheinlich auch ein Tank sein hier, denke ich mal. Weißt du, was ich meine? Ja. Genau, also du gehst quasi auf dieses Radiant-Field, was ich die ganze Zeit hatte. Und ich baller mir hier den Weg auch nicht durch. Hast du nicht eben noch gesagt, Johannes wollte mitspielen oder so? Ja, weiß ich nicht, ob der online kommt. Der hat ja gesagt, er ist raus, weil er sich nicht spoilern lassen will. Das heißt, der ist eigentlich gar nicht da. Ach so, okay. Naja, er hat der Killerwolf ist online mit Tobi. Bock gleich mitzumachen. Mit mir und Niklas. Na, der Esel nennt sich zuerst. So, ich kann ja mal Johannes trotzdem anschreiben. Johannes, du kannst ja gerne mit uns mitmachen, habe ich gesagt, aber da warst du schon weg, I guess. So, und jetzt gibt's halt hier Media Progression mit Upgrades und so ein Shit. Wie viel Gold hast du eigentlich, Johannes? 1000. Oh, ist nett. Kick-up Radius. Das klingt gut. Ich weiß nicht, Leona ist schon sehr boring irgendwie. Also du rennst halt nur als Tank rum, legit. Du machst halt eigentlich gar nichts, außer irgendwann random mal Ult zu werfen. Kann man die auch wegmachen wieder? Oder? Die Upgrades? Nee, die sind permanent. Ja. Okay, gut. Dann
lasse ich es erstmal. Boah, aber die Launen sind. Ja, Yasuo ist der einzige weibliche, ist der einzige männliche. Aber ich finde die Laoi auch irgendwie, weiß ich nicht, in unser Team kommt nicht so passend. Aber ich kann sie nochmal ausprobieren. Ja, wir müssen halt die Rek'Sai besiegen, um das Warehouse freizuschalten. Also Johannes kann halt natürlich noch andere Sachen freischalten. Also die Charaktere, die zwei, Illaoi und Leona, indem du halt diese jeweiligen Items kaufst. Er braucht das Schild für Illaoi, genau. Illaoi, genau. Du musst viermal das Schild mitnehmen und für Leona musst du zweimal dieses Fireball mitnehmen, was richtig scheiße ist. Was denn? Das sind diese Skills. Ich hab Leona. Ja, weil du das Fireball ja mitgenommen hattest, glaube ich, gerade. Ja. Und für Illaoi brauchst du halt dieses Tank-Ding. Das musst du aber, glaube ich, auch erstmal durch ein bisschen spielen. Radiant Field to Level 4. Das hatte ich halt jetzt als Leona gerade. Ja, möchtest du mal Leona spielen? Ja. Weil wenn du mit Leona jetzt das Schild mitnimmst, kannst du Illaoi freischalten dadurch. Ja. Genau, dann spiele ich mal Seraphine. Ich versuche mal auf Seraphine wirklich nur Gott. Ability Haste und so Stuff zu gehen. Ich habe gerade Health Regen gekauft und der Shop geht kaputt. Ja, ja, beim ersten Mal hängt es ein bisschen. Das hat bei Niklas auch gehangen gerade. Aber ja, danach hängt es so lange mehr. Geladen, dass es dem alten Erzähler zu blöd wurde und als einen neuen gab. Und er dann einen neuen anstellen musste. Ja. Exakt. Boah, aber Alter, die Güte. Kriegt das eigentlich hin, innerhalb von 2 Tagen SpongeBob-Zitate nicht richtig hinzubekommen? Das stimmt, du hast ja gestern im WhatsApp auch schon verkackt gehabt. Ja, weil du schon lange kein SpongeBob mehr geschaut hast, wahrscheinlich. Wird mal wieder so. Zeit. Alter, ich find's aber gut, dass ich immer noch der noxianische General bin. Primordian kicking your butt? Fragezeichen. So, also, ich muss ja immer um euch herum. Also, wir sollten wirklich immer zusammenstehen, weil. Ich kann euch Shielden und Movement Speed geben, der andere tankt und der dritte ist halt der Damage-Dealer. So, das ist. Wir müssen halt uns einmal absprechen, wo wir hinlaufen wollen. Am besten. Ja, keine Ahnung. Geh mal weg vom Healing. Geh mal weg vom Healing. Ja. Wollen wir nicht heilen. So. So, Ability Haste. Projectile Count. Ist auch geil. Radiant Field habe ich zur Auswahl, nehme ich aber nicht mit. Also ich habe sofort Armor genommen. Damit kann ich mein Shield verbessern. Genau. Und ich nehme dann einfach Projectile Count mit. Also ich will meine Slow Waves, also meine Waves slowen, ja. Und die evolven sich mit Projectile Count. Ja. Das heißt, ich will das auf jeden Fall stacken. Das habe ich auch gemacht. Genau. Oh Gott. So, ich nehme kurz die Okay. Ja, Ability Haste nehme ich auch mit, weil das macht für mich halt viel Sinn. Was war jetzt mit diesem Lioness Lament? Das kannst du auch mitnehmen. Das ist so links und rechts machst du so AOE-Strahlen. Und wenn du das levelst, hast du so links und rechts so Lux, so richtig fette Lux-Laser. Also die sind richtig krank. Die sind auf dem Tank auch sehr, sehr gut. Die scalen, ich weiß aber nicht, mit was. Das waren die Dinger. Ja, genau. Okay, ich seh's. Aber ich weiß nicht, mit was die scalen. Ability Haste. Ja, scheiße, dann hätte ich die vielleicht mitnehmen müssen, ne? Ich habe jetzt Ability Haste angefangen zu nehmen. Max Health nehme ich nicht. Die Cyclone Cyphers. Ich nehme Bladerang, das sind Projectiles. Also ich versuche auf Projectiles zu gehen. Statics brauche ich nicht. Statics geht mit Max HP. Oh! Ja. Okay. Also mit deinem HP. Max Health. Genau, das ist sehr gut für dich. Evolve Max Health. Genau, das ist sehr, sehr gut für dich. Also darf keiner von euch Max Health nehmen. Ja, ja, du bist ja der Tank. Also wir wollen ja auch kein Max Health mitnehmen. So, genau. Ah ja, ich habe jetzt schon hier dieses Ding. Das sollte ich eigentlich nur einsetzen, wenn wir wirklich umzingelt sind und rausrennen wollen. So. Hier ist Tippers. Max. Ja, Searing Shortbow ist ein Projectile, nehme ich mit. Aber ist halt nicht geil. Also wir müssen uns immer absprechen, was wir mitnehmen, damit wir halt uns nichts wegnehmen. Weil ich glaube wirklich, dass der Pool begrenzt ist. Lol, Tippers? Habe ich doch gerade gesagt. Ich habe Tippers beschworen. Den habe ich auch noch nicht gesehen. Die haben Tippers und den Zug, also hier kann man anscheinend ein paar Ultis mitnehmen. Den U-Blaster macht auch Projectiles, das würde ich mitnehmen wollen. Ja. Wobei, nee, Movements. Ach, man sieht unten, was man mit skaliert. Movement Speed. Mein Blade-O-Rang skaliert mit Movement Speed. Braucht irgendjemand Movement Speed von euch?
Ich ja, vielleicht. Jinx eigentlich, ne? Dann lassen wir Jinx Movement Speed. Und ich nehme den Uwe-Blaster mit. Ich versuche all diese Projectile-Scheiße mitzunehmen. Es kapiert auch mit Ability Haste, okay. Movement Speed, Area Size, Projectile Count, Ability Haste. Also, Tipper scaled mit Duration. Mir gerade aufgefallen. Jo, dann muss. Duration ist aber auch gut für dich, weil ich glaube, dass dann auch deine E länger hält. Kann sein. I'm not really sure. Also Duration lässt ja alles länger da bleiben. Also du solltest die Kreissägen mitnehmen als Nahkämpfer. Also als Leona. Also die Kreissägen richtig geil. Ist das Radiant Field? Oder? Nee, Radiant Field nimmst du aber auch mit. Das Geld mit HP. Jo. Das ist das, was du ja jetzt decken möchtest. Und es wird auch immer größer und macht Burn Damage in Höhe deines HPs. Und die Kreissägen, die du vorhin hattest, als das. Jetzt habe ich keinen Platz mehr für Waffen, also. Ja, die Kreissägen hat Niklas leider mitgenommen, so wie ich gesehen habe. Ja, das war das Beste, was ich nehmen konnte. Ja, du hättest bestimmt was anderes mitnehmen können. Nee. Du sollst ja nicht das Beste für dich mitnehmen, sondern für die Gruppe. Ja gut, dann waren die Kreissägen einfach zu spät für Johannes. Das kann auch sein. Ich mach mal kurz den hier. Ja, ich habe doch eh keinen Platz, habe ich doch gerade gesagt. Ja, so. Aber weil du halt die Kreissägen nicht früher hattest, deswegen. Das ist natürlich unlucky jetzt. Passiert. Lioness Lament. Ich habe aber noch einen Platz. Genau, Lioness Lament. Das ist das. Oh, was war. Wir kriegen gerade Geld, kann das sein? Was ist das für eine Pest? Ja. Dobbs Gold, every enemy killed. Oh wow, und jetzt sind sau wenig Enemies im Monstrum. Ja, cool. Final City Transit. Hä? Kann ich den auch mitnehmen? Lul. Ich habe jetzt auch mal den Zug mitgenommen, weil, ja, gut. Ich hatte ja leider auch nur Schmutz. Schön die XP mitsoaken. Junge, der Tibbers. Womit scaled der Tibbers? Mit Ability. Nee, mit Duration. Ja. Duration. Ah, okay. Oh, Max Health. Okay, das nehme ich sofort mit. Weil damit kann ich zwei Sachen verbessern. Ich habe mal Area Size mitgenommen wegen Searing Shortbow, aber Movement Speed wollte ich dem ADC lassen. wir müssen hier uns einmal durchbrennen irgendwo. Ja, hier unten am besten, genau. Oh, na gut. Durchlaufen geht auch, aber ich hatte leider kein Schild aktiv gerade. Ich habe Angst vor diesen Zügen, Alter, obwohl das unsere sind. Oh mein sind. Gott! In dir steht ein riesiger. Ja, du musst doch mal weg. Mach mal kurz den hier. Wollen wir vielleicht gleich Geld mal in die Mitte und uns heilen? Ja, lass mal in die Mitte. Weil alle von uns sind verletzt. Geld, Johannes, Geld. Genau. Ja, und deswegen. Ich bin ja gerade schon unterwegs. Soundwave. Ich nehme mich. Nick, das rennt raus. Okay, aber wird nee, trotzdem noch das ist schon noch im Area. Gut. Gold. Jo. Junge, die Züge sind. Oh, die Züge sind actually ziemlich nice. Lol, hier ist eine MF. Ja, die gibt uns jetzt dieses Health. Nee, doch, heals you per enemy killed. Lul. Alter, was passiert denn da? Was hast du denn gerade gemacht? Was macht denn Niklas da rechts, Alter? Was geht denn bei ihm ab? Ja, Niklas, bleibst du in der Nähe vielleicht mal? Das wäre ganz cool so. Da geht's auch Solo mischen. Ja. Wir kennen doch Niklas, der macht das doch immer. Naja. Er kommt mit seinem Movement Speed nicht klar. Oh, Nocturns. Ich hab gleich Ultimate theoretisch. Lass die mal kurz hier ineinander ballern, genau so. Und dann den hier. Bam. Geil. Nice, der eine ist tot. Lion Lament. Ich habe den City Train bekommen, cool. Es sind zwei Helves hier in der Ecke. Tibbers. Von den Zügen erschrecke, ne?
da oben. Boah, aber diese Firebows, wenn man die Area Size skillt, dann sind die doch echt useful, weil die auch einmal richtig dick werden hier. Geil. So. Oh Gott. Mach's mal hier raus aus der Ecke, bitte. Ist ein bisschen anstrengend gerade. Oben ist Money. Oh Gott. Ja, und XP. Oh, wow. Aua. Die Züge werden die auch größer? Ja. Radiant Field? Noch ein Radiant Field und ich kann's upgraden. Ich krieg gerade nur Area Size, aber gut. Dann ist es halt so, ne? Ich muss das nehmen, was... Oh Gott, ich krieg übel aufs Maul. Ah, Linus Lament. Schade. Ja. Ability Haste. Wann ist denn die Mitte eigentlich mal wieder am Start? Ah, jetzt ist die Mitte am Start, oh Gott. Okay. Ich hole noch eben Gold und dann komme ich. Boah, die Area Size, Digga. Nice. So. Bombenviecher! Yay! Aber Niklas hat jetzt diese Sternenkugeln wieder, also irgendwas musst du ja jetzt geupgradet haben. Ich hab wieder diesen Vortex Glow. Okay. Und wie hast du das bekommen? Durch welchen Skill ursprünglich? Vortex Glow. Hä, was ist das für ein Skill? Naja, gut. Passt schon. Oh, hier ist wieder Miss Fortune. Ich frag mich, wie der, was haben wir jetzt? Decreases the cooldown of weapon abilities. Das ist ganz nett. Ich frag mich, wie der upgradete Tibbers ist. Ja. Oh. Oh, scheiße, Alter. Ich hab Schild, da renne ich mal durch mit Schild. Hier sind... Ah, das waren unsere Bomben, geil. Nicht vergessen, eure Ult noch einzusetzen, sondern ja, hab ich vorhin schon gemacht. Weil ich umzingelt war von drei Bombenviechern und dann dachte mir, nee, bevor die mich jetzt wegbolzen. Oh, ab jetzt kann ich das upgraden, den AOE. Mhm. Alter, wie viele Waves ich jetzt mittlerweile habe mit meiner mit meinem normalen Spell. Also meinem Passive Spell. Boah, hier sind richtig viele XP gerade. Ja, da habe ich ein paar erlegt. Ja, ich sehe es. Oben und unten sind Bosse. Ja. Ich habe gleich eine Ultimate, das sind die Kog'Maws. Lass mal die Züge schön auf die Kog'Maws ballern. Project Kill Count hätte ich nehmen sollen, shit. Der erste Kog'Maw ist down. Ja, der andere ist auch fast. Oh, enemies killed with the burn zone explode. Alter. Oh, das klingt wild. Die Gegner explodieren halt einfach. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich bin OP. Ich bin komplett busted. Was hast du denn jetzt geupgradet? Die Zone. Wow, er darf die Zone upgraden. Ja gut, aber das ist nice, ja. Also das jetzt explodiert alles um mich herum, also... Also alles, was stirbt. Ja, und das stirbt relativ schnell, weil ja. Ich max HP. Ja, ja. Sehr schön. Ich würde gerne mal die Fireballs jetzt upgraden, endlich. Mir fehlen noch zwei, dann kann ich Statics auch upgraden. Ja, Projectile Count. Tibbers. Wie viele Soundwaves ich jetzt habe, wahrscheinlich. Naja, ich nehme Health Regen. Oh Gott. Ich habe ein bisschen Angst, dass wir sterben. Aber wir haben einen echt guten Clear. Ja, ja, du hast Health Regen, wir nicht. Ja, ich hab ja auch nur gesagt, ich hab Angst, dass wir sterben, weil wenn ich tot bin, könnt ihr nicht wiederbelebt werden. Ja. Also im Grunde ist es mein Job, am Leben zu bleiben, damit ihr leben könnt. Bam, 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 bam. Hier unten ist was? Ah, wir Heal. Haben in der Mitte wieder Heal, ne, in der Theorie. Ich krieg ein bisschen aufs Schnäuzchen, aber ist okay. Ich hab noch jetzt meine Ultimate. Ja, lass mal die Miss Fortune machen. Gibt ihr uns Damage oder Shoot Strong Fireballs? Geil. Oh, lol. Geil, noch mehr. Aber dein, wo du guckst. Ja, ah, nee, auf Gegner. Nee, nee, ich glaube auf das Auto-Aim. Nee. Ja, ist Auto-Aim, ja. Ja, hier sind leider sehr wenig Gegner, aber ist okay. Doch, da unten ist ein großer, also.
So, mein Soundwave ist jetzt auf 5. Das heißt, wenn ich jetzt nochmal Soundwave kriege, dann kann ich das upgraden. Oder wenn ich Projectile Crown kriege, glaube ich. Boah, ey. Niklas, nicht in solchen großen Gegnern stehen. Anima Echo habe ich jetzt. Waves now come back upon reaching the endpoint. Dealing damage again and shooting past Seraphim. Oh mein Gott. Das hört sich auch cool an. Ja, die schießen wieder zurück. Guck mal. Die Blauen sind die zurückkommen bei mir. Das sieht richtig fancy aus. Ja, ich hätte eine Ultimate, wenn wir brauchen. Sieht noch gut aus, glaube ich. Ja. Guck dir mal an, wie die Gegner explodieren bei mir. Ja. In der Mitte wäre Healing. Wir sollten so ein bisschen in die Richtung Mitte gehen, weil es geht gleich richtig ab. Summoner. Ich liebe es, diese Summoner explodieren zu lassen. Mam, 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 mam. Oh, mit deinem Movement Speed macht es ja noch mehr Spaß. Deswegen ja, zusammenspielen ist vielleicht ganz sinnvoll. Nee. Nee? Okay, wie du meinst. Also wir sind jetzt schon auf dem Level, was wir letztes Mal waren. Da sind die Big Boys, rechts. Okay, komme. Beziehungsweise erscheine. Der eine stirbt direkt. Geil. Blaster. Oh! Creates a storm around the target. Enemies that deals damage for a duration. Ich habe jetzt Statex evolved. Geil. Alter! Siehst du diese vielen Blitze? Nee, aber... Ah doch. Oh mein Gott. Nee. Diese Aura um die Gegner herum. Das ist mein. Platzt einfach. Alter, what the hell? Aber ich krieg kein Max HP. Light of the Line. Ich habe jetzt auch Leonas Schild. Hits a larger area and applies sunlight to the enemy. Sunlights can be detonated by allies. Ja, oh mein Gott, ich habe jetzt meine Passive. What the fuck? Wieso habe ich nur einen? Ich achte halt darauf, was ich picke. Ja, ich auch. Aber hallo, ist auch ein bisschen Glücksfaktor dabei. Schon mal gemerkt vielleicht. Ja, ich weiß es selber. Ich kenn's ja alles von Vampire Slayer. Ich kenn alles von Vampire. Ja, ich weiß. Ja, trotzdem Anfängerglück. So. Oh, Max HP. Endlich. Searing Shop auf 5. Das heißt, ich brauche jetzt nur noch Area Size. Und ich kann jetzt nur noch durch Max HP stärker werden. Alter, mein AoE-Clear ist aber auch crazy jetzt mit den Waves und den Searing Shop. Alter! Niklas, siehst du das, was hier passiert? Ich glaube, Niklas redet nicht mehr. Ja, meistens, wenn wir so viel labern. Ich glaube, jetzt ist gut weggeklärt hier. Wer bist du denn? Niklas mag uns einfach nicht mehr. Alter, hier ist kein Gegner mehr. Ich schieß gerade irgendwo ins Nichts. Ach, jetzt redest du auf einmal. Jetzt hat er gerade einmal geredet und dann nicht mehr. Kann sein, dass er vielleicht auch ein DC hat oder so. Projectile Count 3, let's go. Alter, ich habe so viele Boomeränge, Sonic Way, Alter, holy fuck. Ja, die Project Counts sind witzig. Alter! Ist Alter! Alle Gegner explodieren! Ich mach gefühlt nur Schaden auf meinem Screen. Aber ich muss mich mal heilen langsam, ne? Help! Hier ist ein Heilding bei uns. Ja, ich komme. Ich bin leider oben umgelaufen, weil unten waren so viele Gegner. Komme, zack, Healing. Weg mit euch. Evolved, was ist das? Evolved Ember Shot. Create lingering fire areas. Areas of fire grow in size and deal increased damage over time. Oh mein Gott, seht ihr diese blauen Felder? Ach du Scheiße. Ja. Die sind ja viel, viel größer als die normalen Slingshots. Geil. Hier wird ja alles komplett weggeburnt. Jetzt noch die UU-Kanone voll leveln. Ach, die UU-Kanone ist da, ist dieser pinke Strahl, den ich die ganze Zeit schieße. Ah, okay, ja. I see. Ja, das wird wahrscheinlich jetzt auch gleich richtig krank. Wenn der so ist wie der Magierstab, dann ja. Der Magierstab? Ja. Das ist einfach echt Healing gebrauchen, Hilfe. Hallo, ich bin in dir. Ah, da ist ja dieser Fette, den habe ich komplett ignoriert gerade. Naja, gut. Weißt du was? Ja, geh mal in den Fetten rein, danke. So, hier sind ganz viele XP-Kugeln. Ich hab gleich wieder Ultimate. Die mal kurz zünden wollen, so. Max 11.
Evolve, ich hab die Uwe kennen, Evolve. Oh, die schießen noch dickere Strahlen. Extremely rapidly. Alter, ist Tibbers groß! Wo ist denn Tibbers überhaupt? Hier. Ah, da, ja, nett! Also ich kann jetzt actually stehen bleiben, glaube ich, gerade. Obwohl ich so viel Movement Speed auch habe. Ich habe jetzt Movement Speed doch mitgenommen wegen meinen Chroma-Ranks. Blade-Ranks, meine ich. Ja, aber ohne Scheiß, wir haben so viel AoE hier, wir können actually stehen bleiben. Also, oder? Oh, jetzt kommt Rek'Sai. Okay. Aber ich muss sagen, also dieses Feld, was ich habe, das war auch im anderen, also im Vampire Survivors, mein Lieblingsding. Dieses Area um dich herum? Ja. Ja, das ist geil, das habe ich hier auch richtig gefühlt. Das hieß Zwiebel damals, Zwiebel, weil du geweint hast. Ah, so wie Amumu. Oh mein Gott, ich wurde genockt und bin actually fast gestorben deswegen. Geil. Also ich darf mich auf gar keinen Fall knockern lassen. Leute, wo seid ihr denn? Ich krieg ein bisschen aufs Maul gerade. Ich bin in Rek'Sai. Ja, ich krieg komplett aufs Fressbrett. Ich muss echt schauen, wo Rek'Sai ist. Wo sie ihre Scheiße hinballert. Also ich sterb wahrscheinlich gleich, weil ich halt wirklich... um mich herum ist alles am Lo... Ich hab keine Ahnung, was zu uns gehört und was nicht, ne? Es ist so viel Zeug. Hier ist wieder das Nest. Versuch einmal nur das Rote zu dodgen. Aber du bist ja leider auch ein bisschen rot. Ja. Da ist Rek'Sai. Oh Gott. Hilfe. Oh Gott, Hilfe. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott! Ja gut, manche Sachen kann man halt auch nicht dodgen, ne? Gibt Dinge, da ist schwierig. Oh mein Gott. Oh Gott, Rek'Sai ist gerade auf mich geblockt. Ja gut, für dich ist weniger schmerzhaft als für mich. Die habe ich basically fast gewonshottet. Ja, ich bin fast tot auch gerade, also. Ja gut. Dann macht es wohl prozentualen Damage. Ich habe Ultimate. Kurz unverwundbar für alle. Shield und Movement Speed. War es leider nicht drin, scheiße. Movement Speed. Ich muss einfach dodgen. Armor. Oh Gott, aua. Bin richtig in die Haie rein. Was sind das für Haie? Ach, das sind ihre Qs wahrscheinlich. Ah, sie hat mich genommen, aber ich bin tot. Fuck. 10 Sekunden bin ich wieder da. Ihr müsst da, ihr müsst ganz schnell weg. Dodge das, dodge, 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 dodge. Da ist Rek'Sai. Ich bin gleich wieder da. 3, 2, 1. Ich schieß richtig viel AOE-Scheiße. Fuck, diese kleinen Qs von ihr, die sehe ich halt nicht. Oh Gott, da ist Rek'Sai. Oh, scheiße, ich bin in der Patrouille. Also irgendwo in in Frankreich. Also. Ich sehe halt gar. Ich habe wieder Ultimate. Die hält halt leider nicht so lang. Oh Gott, ich bin fast tot. Ich bin tot. 24 Sekunden diesmal. Könnt ihr Rek'Sai killen? Ja. Hoffe ja, ich. Sicher? Der 20k. 18, 17, 15, 14, 12, 10, 9k, 8k, 7, 5, 3, 2, 5, 2, nur 1400. Oh mein Easy. Gott, yes! Zweite Runde. Okay, anscheinend können wir bis Rek'Sai drei Sachen full maxen. Ich glaube, jeder von uns hat ungefähr drei Sachen full gemaxt, wahrscheinlich. Boah. Jo. Ich hatte nämlich auch drei full gemaxt. Niklas, hast du auch drei full gemaxt? Keine Ahnung. Also mit diesem Evolve-Scheiß? Hast du nicht drauf geachtet, ne? Alter, Seraphine redet mit mir. Map the Outskirts unlocked. Ja, bei mir auch. Mission Report. Followed Commanders. Alter, jetzt habe ich Projector Orders. Account und aber Illaoi. Und Final City Transmit. Ah, jetzt habe ich den. XP auch. Und Yumi Quests. Ah, wir haben jetzt Miss Fortune Boons und Yumi Quests. Yumi Quests sind wahrscheinlich so kleine Mini-Quests, um Bonus zu bekommen. In einem Run. Ich glaube, da ist jemand raus. Möglich, ja. Aber wir haben auch jetzt viel gespielt. Also ich bin, glaube ich, jetzt auch erstmal gut bedient, nachdem wir Warehouse besiegt haben. No. Das war schon sehr cool. Ich habe halt gedacht, dass es mit dir jetzt ein bisschen dauert, Johannes, bis wir da dich auf Vordermann kriegen. Aber actually geht es ja relativ zackig. Ja, und die Sache ist halt auch, ich habe halt schon Erfahrung in solchen Spielen. Ja, das hat damit nichts zu tun. Also, ich glaube, wenn Niklas und ich nichts freigeschaltet hätten, hätten wir alle drei wahrscheinlich trotzdem erstmal hart aufs Schnauzen gekriegt. Die ersten drei, vier Spiele.
Also ich, weil du hast ja Sachen bekommen, die haben wir noch nicht bekommen in den ersten 3 Runden, ne? Also generell alles, was du bekommen hast, hast du, glaube ich, von uns. Deswegen, weil wir das halt freigeschaltet haben. Nee, ich hatte nur die Standardsachen. Ich habe im zweiten Spiel Ja, meine ich mehr Sachen ja. gehabt. Ja, eben. Aber da hast du ja selber nicht alles freigeschaltet gehabt. Also dieses Radiant-Ding, das haben wir erst auch in Runde 3 oder 4 freigeschaltet. Oder die... bestimmte Skills wie Movement Speed und so haben wir auch erst später freigeschaltet bekommen. Also das ist halt, du hattest schon sehr viel Auswahl im Vergleich zu uns beiden in den ersten 2, 3 Runden. In der zweiten. In der ersten Runde hatte ich auch Ja, meine ich nur ja. Damage und so, aber das liegt halt auch daran, dass wir so weit gekommen sind, ne? Ja. Aber ist okay. Deswegen. Ja, hat Spaß gemacht auf jeden Fall. Fand ich ziemlich cool. 10.000, was zum Fick? Na gut. Ja, das war Warehouse District. Basically durchgespielt. Cool. Würde ich sagen, war es das mal wieder hier. Und danke an euch beiden auch. Und schönen Abend euch noch. Danke gleichfalls. Jo, Danke. ebenso. Ciao, Tschüss. ciao.